I wanna get to you close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. Hier, pass mal auf, nimm das mal. Ja. Krieg noch 20 Euro von dir. Geh. Geh ab. Die hab ich jetzt nicht. Ja, da geh mal. Geh, wo hast du Kohle? Aber was sollte die Aktion jetzt eben? Ach. Ich bin du, ich weiß das. Bist du. Ich hab dem Typen Geld gegeben, damit ich wieder mich noch da hinten einigermaßen blicken lassen kann. Du verpisst dich da einfach. Was soll ich denn machen? Ich hab kein Geld dabei gehabt. So eine Kasper-Aktion? Das kann's doch nicht sein, oder? Ja, du wusstest, dass ich nichts habe. Ich krieg jetzt von dir 40 Euro. Bar auf der Kralle. 40 Euro? Ja. Da wollte ich nur noch meine Kohle haben, weil ich die Schnauze voll hatte. Und wollte auch mal meine Sachen wieder da wegholen, bevor die noch irgendwo hier mit verdrecken, vermüllen oder irgendwo in der Tonne landen. Ja, ich habe damit ihr hier angefangen, mal so ein bisschen grob mal sauber zu machen. Hier, sieh zu, dass du die sauber kriegst. Leg's ja? Ich leg dir gleich was ab. Nee, lass mal. Leg damit. Weg. Ist ein Tuch von dir? Ja. Hast du so noch alle oder was? Kannst du auch waschen. Das ist doch wohl nicht wahr. Hier, komm, hast du was? Weg damit. Ein Hexenzeug. Yeah. Oh, dann sehen deine CD auch. Guckst du gleich aus. Das kann's doch nicht sein. Auf einmal grinste mich dann auf dem Boden einen Küttel an von der Katze, das er hat. Die sieht das auch nur noch so, als wäre die ganze Bude nur noch ein Katzenklo. Dann ist die Sache erledigt. Du hast noch hier Renovierung vor dir oder sowas. Du musst noch sauber machen und das soll vernünftig aussehen. Sonst stehst du auf der Straße. Meine Fresse. Ein bisschen mehr Elan. Jetzt nerv nicht. Ich glaube schon mal wirklich, es ist besser für sie, wenn sie mal unter der Brücke wohnt. Weil wenn sie unter der Brücke dann alles vollgemüllt hat, dann kann sie unter die nächste ziehen. Und dann hat sie ja genug Möglichkeiten. Du sollst mal besser zusehen, dass sie mit deinem Vermieter klarkommst und dass du hier drin leben kannst noch weiter. Sonst hat sich das hier bald erledigt. Ja, mach ich ja noch. Noch? Du hast einen Tag Zeit. Willst du mir jetzt schon wieder auf den Senkel gehen? Bist du schon fertig jetzt oder was? Jetzt halt mal, ich brauche eine Pause. Ich glaub's nicht, echt. Also ich glaube, die Sahne auf dem Tisch, die kriegt schon wieder fast alleine in den Spender rein, weil die lebt schon bald wieder. Die ist schon wochenlang, liegt die schon wahrscheinlich auf dem Tisch. Und ich habe da schon leichte Zuckungen gesehen. Ich habe jetzt auch die Schnute voll. Ja. Wir sehen uns morgen. Ja, wir sehen uns halt morgen. Ja. Tschüss. Ich glaube, es sagt er. Du musst schon sehen, dass das hier ein bisschen sauber wird, weil darin kannst du sonst nichts kochen. Ja, wie gesagt, da holst du dir einen Tod. Dann fangen wir mal an hier. Du fängst an sauber zu machen, ich fange an zu schneiden und zu schnippeln. Ist okay. Ja gut, dann musst du nur sehen, dass du vernünftige Sachen hast, was sauber ist. Weil ich nehme auch keine Pfanne, wo du eventuell nur noch einen Klostein reintun musst. Klostein? Ja, das gibt's doch nicht. Mach du da mal. Tun wir mal ganz weit weg, ne? Warum? Ja, weil ich die hier nicht haben will. Mit dem Besen auf. Da ist ja nur die Ecke, das Gröbste. Oder willst du hier versauern? Weil ich möchte nicht noch an der Lebensmittelvergiftung hier abkacken. Lebensmittelvergiftung? Ja, ist doch so. Kannst du dir auch noch schön aufschneiden. Was soll ich dann mit denen machen? Auch da, wie wir das heute gemacht haben. Da kannst du dir auch mal was reintun. Die kannst du dir füllen. Muss man mal sehen. Reis oder sowas. Reis? Die Zwiebeln haben wir vergessen. Die müssen wir noch reinmachen. Was ist das jetzt? Gewürz. Gewürz? Ja. Ich habe nichts anderes jetzt gefunden auf die Schnelle. So eine kleine Soße? Tut doch auch gut, oder nicht? Willst du dieses Kackzeug jetzt etwa essen oder was? Ja, ich dachte mit einer Soße.
Guck mal, die wird doch hier. Ey, das hat so gut angefangen. Ich habe gedacht so, ja gut, nimmst du die Sahne. Ich meine, das ist ja doch ein bisschen Geschmacksverstärker und irgendwas muss ja passieren. Ich meine, nur Wasser will ich auch nicht zu mir nehmen. Das ist doch keine Soße. Keine Soße? Hier. Nee. Kannst du mich mal. Fress den Scheiß alleine. Ich hab da keinen Bock drauf. Vergammel doch hier. Wir sind noch fetter. Was sollen wir jetzt bitte essen? Wir haben doch noch genug im Kühlschrank. Da machen wir halt noch eine Pfanne, aber ohne dieses Scheißzeug. Scheißzeug? Ja, Sahne. Das war vorher in Ordnung. Das hättest du ganz normal so braten lassen können und gut ist. Mensch, ich wollte dir jetzt mal was zeigen. Dann lass dich mal drauf ein und lass dieses weiße Zeug aus der Schnauze. So, jetzt, dann kommen wir hier in eine Pötte. Mhm. Wir packen das in den Eimer rein. Oh. Ja. Ja, sag mal, und da sagst du immer, du wolltest nicht abnehmen oder was? Oh. Oh. Ich krieg das nicht. Mann. Das ist ja wohl der Hammer. Ich dachte, ich komme gar nicht mehr da raus. Ja, das ist aber noch ein Zeichen dafür, dass du wohl doch mal was tun musst. Scheiße, okay. Ich hab's ja jetzt geschnallt. Lange. Hast du es kapiert? Ja, ich hab's ja wohl gesehen. So ich muss dir mal endlich einen Schock verschaffen, oder? Ich muss aber mal ein bisschen was machen hier, dass wir was sauber kriegen. Das ist ja wohl Wahnsinn. Hol du mal irgendwie einen. Wer ist das denn jetzt? Gute Frage. Toll. Hier sieht's aus wie Asche. Tja, Frau Fehrenbach, Sie wissen ja, warum ich heute hier bin. Ja. Hatten wir gestern besprochen, nicht? Ich bin ja nur nicht wirklich dazu. Ja, und im Keller war ich auch, da liegt der Mist immer noch ja, mit den Säcken. Ja, wir wollten uns gerade was zu essen machen, diese Gemüsepfanne. Ja, wissen Sie, was? Vielleicht Pilzpfanne, mir ist schon schlecht, danke schön. Nee. So, jetzt gehen wir mal in die Küche, wie sieht's denn hier aus? Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, der Mist sehen, und Dreck liegt hier immer noch hier. Und der stand da wie Pik 7, hatte den Besen in der Hand, als wenn der wollte und nicht konnte. Und sie stand auch dabei und ja, ha, 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 so. Was hatte ich Ihnen denn gestern gesagt? Was hatte ich Ihnen gestern gesagt? Was hatte ich Ihnen gestern gesagt? Ja, wenn ich komme, möchte ich die Bude hier Buden rein, Stuben reinsehen und pfleglich. So, dann hatten Sie eine Chance, hier noch zu wohnen. Aber jetzt, Chance vertan. Ja, wie Chance vertan. Wie es hier aussieht. Wie sieht es hier aus? Darf ich Ihnen noch ein paar Pralinen vielleicht anbieten? Oder so? Pralinen? Wollen Sie mich hier bestechen? Nein, ich muss mir erstmal die Schachtel hier angucken. Frau Fehrenbach, sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie mich vergiften? Die sind ja zwei Jahre alt. Zwei Jahre? Was soll ich damit? Die sind ja mit Ihnen umgezogen. Da haben Sie noch gar nicht hier gewohnt. Ich kenne ja diese Pralinenmarke. Nur das Logo war vor Jahren ganz anders. Und ich habe mich schon echt gewundert, dass auf dem Etikett kein D-Mark-Preis war. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Mir reicht es jetzt hier. Ich kündige Ihnen hiermit fristlos. Das können Sie doch nicht so tun. Stuben rein, die Wohnung und gestrichen und geputzt. Noch so. Ein paar Tage, bitte. Nein, keine paar Tage. Meine Geduld ist am Ende. Ich hatte Ihnen eine Chance so gegeben. Es ist frei. Das ist mir egal. Dann pennen Sie unter der Brücke. Auf Wiedersehen. Brücke, sonst hören Sie von meinem Anwalt. Tschüss. Ach, ey, Sie sind sowas von herzlos. Das können Sie doch nicht einfach machen. Wenn ich das Chaos gesehen hätte, wäre ich auch ausgerastet als Vermieter. Wenn sie ihm vielleicht mal zeigen würde, dass sie gewillt ist, was zu tun und dann auch mal auf ihn hört und das macht, dann könnte sie vielleicht die ganze Situation noch drehen. Und jetzt muss sie nur noch handeln. Der wirft mich jetzt raus. Der wirft dich raus, aber weil nichts passiert ist. Der hat doch gesehen, dass wir gerade angefangen haben. Ja, angefangen, aber da ist doch immer noch voll die Bombe hier in der Bude. Lass uns streicheln und dann ist gut. Und dann sehen wir mal weiter. Mann, ich hab's aber ganze Zeit, habe ich es dir gesagt, dass wir da was dran machen müssen. Scheiße, okay. Wow. Ja, sicher, richtig. Hast du die Küche auch schon ein bisschen aufgeräumt? Noch ein bisschen. Echt? Hast du schon ein bisschen was gemacht? Ja? Im Wohnzimmer sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich finde das schon ein bisschen nervig hier mit dem ganzen Streichen und Aufräumen und Tun. Aber in der Lage, in der sie im Moment steckt, da wird es jeder für sie tun. Ist klar. Ich habe jetzt schon mal angefangen mit dieser Folie jetzt beim Ausbreiten. Und ich dachte, gut, es ist die letzte Chance, dass ich die Wohnung behalten kann. Stylisch, oder? Auf dem Staub klebt noch nicht mal das Klebeband. Oh, Pienster. Du kannst schon anfangen. Oben so ein bisschen,
Du musst aber die Schraube noch rausmachen. Die Schraube? Ja, und da müssen wir da was reinmachen. Du kannst das ja schlecht mit Farbe füllen. Tropft ein bisschen. Er tropft? Was soll er tropfen? Hast du das jetzt etwa da reingeschmiert? Unter anderem. Glaubst du, dass das fest wird? Ich habe nichts anderes Weißes. Du brauchst nichts Weißes. Du musst was Festes haben. Da kannst du doch nicht drüber streichen hier über den Patsch. Warum geht das nicht? Erstmal ist das fettig und zweitens wird das nicht fest. Ja, da Dirk da rumgemotzelt mit dieser Sahne. Ich meine, gut, muss ich halt was anderes finden. So, mach du da oben das Loch fertig und lass dir irgendwas einfallen. Du kriegst das auf jeden Fall nicht fertig. Sorry. Was war das denn? Ach, was Kleines. Was ist das für ein Zeug? Es ist hart oder wird hart und ist nicht mehr weiß, so wie du das wolltest. Das ist Marzipan. Schimmelt auch nicht. Wird nur hart. Sag mal, du hast sie doch wohl nicht alle. Hier, jetzt warte doch mal. Ja. Oh, weißt du, du bist so... Das fällt jetzt dann auch nicht mehr auf. Guck, abgedeckt. Also am besten wäre es ja gewesen, wir hätten den ganzen Raum geflutet mit Farbe und dann wieder abgelassen. Dann wäre das alles schön in einem Ton gewesen, Parkett auch weiß und dann wäre alles in Ordnung gewesen. Ey, du wolltest viel drauf haben. Ja, du sollst sie aber nicht drauf schichten, du sollst sie drauf streichen. Da mache ich die Folie vernünftig. Ja, mach das. Vorher, sonst kannst du hier alles vergessen. Bevor sie dann noch irgendwelche Eskapaden hat, habe ich erstmal angefangen, das da ein bisschen weiter rauszuziehen und abzukleben. Da drehte ich mich um, hörte ein Klatschen. Guck mal das Stück noch her. Was soll das denn? Ja, das läuft runter. Was soll das Zeit denn? Zeit gespart. Das kann ich schon noch hier streifen. Sag mal, das kriegst du doch gar nicht. Das läuft dir doch alles hier in die Bude rein. Du bist so, sag mal, bist du bekloppt oder was? Nö, aber wenn du dich beeilst, dann können wir hier alles gut verteilen. Ballen? Hat der halben Farbpot draufgeschmiert oder was? Nö, ist doch noch genügend drin. Aus welcher Irrenanstalt haben die dich eigentlich entlassen, bevor du hier eingezogen bist? Wiesloch. You're crazy, crazy.